Was sitzt einer so faul rum hier? Hey, sie! Ihr startet mit einem Le Mans-Start, rennt zu euren Mofas, Motor ist aus, startet sie und fahrt 200 Meter. Wer als erster im Ziel ist, gewinnt. Irgendwie war selbst ich hinter dem Läufer und dem Radfahrer. Was ist mit dir los? In der Kamerdose gepennt oder was? Jetzt dann? Was? Was ist jetzt das? Ihr fahrt von dem umgeschmissenen Tor da hinten, da lang, schmeißt es Vollgas dann da rein. 5 Punkte, wenn ihr trefft, 3 Versuche. Wer loslegt, soll eure Entscheidung. Kann man einen Stein nehmen? Nicht immer das italienische Auto ärgern. Aber echt, immer das Italien-Bashing. Ja, Italien-Fricks hier. So. Also, wer fängt an? Ja, ich schätze mal der Ralf. Ja, also Ralf 68, an, ne? Immer gut, ne? Geht mal weg hier. Wir schauen dazu. Und bau das Tor wieder auf, was du umgeschmissen hast. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, und willkommen zur JBCast TV Zeitungswurf Challenge hier am Flugplatz Jesenwang. Mit den Regeln bereits erklärt, macht sich der erste Kandidat Ralf an der Startlinie bereit zum Losfahren. Kann er sich mit einem Treffer einen frühen Vorteil verschaffen? Ein wunderschöner Treffer von Ralf. Schauen wir uns das nochmal im Replay an. Jawohl, er wirft die Zeitung zielgerichtet auf den Fahrersitz, um kein Risiko einzugehen. Dieser Treffer wird ihn antreiben, aber kann er das Ergebnis wiederholen? Ja, das kann er. Ein zweiter Treffer von Ralf. Im Replay kann man sehen, dass er noch zielgerichteter war als bei seinem ersten Versuch. Mann, wenn wir das Beifahrerfenster aufgehabt hätten, wäre die Zeitung fast durchgeflogen. Kann er nun seine Gegner mit 3 Treffern ordentlich unter Druck setzen? Es ist ein dritter Treffer von Ralf, aber der war deutlich knapper als die anderen Würfe. Die Zeitung prallte an der Kopfstütze ab und wäre fast wieder rausgeflogen, aber zum Glück fiel die Zeitung zwischen den Sitz und die Tür. Perfekte 15 Punkte für Ralf in diesem Spiel. Nachmachen erstmal! Okay, jetzt bist du dran. Ich bin ohne Zeitung hier. Was ist denn da los? Was steht da drin überhaupt? Panne bei 10.000 Corona-Tests. Das ist super. Dann hauen wir die mal schön ins Auto, den Corona-Test. Unser nächster Kandidat, Bernie, scheint selbstbewusst, aber er muss treffen, um Ralf überhaupt herauszufordern. Und da ist unser erster Fehlwurf und somit liegt Bernie schon zurück. Wo war das Problem? Ah, die Zeitung prallte an der A-Säule ab und fiel zu Boden. Die Zeitung wurde zu früh geworfen. Kann Bernie aus seinem Fehler lernen? Nein, kann er nicht. Die Zeitung liegt auf dem Dach. Wie kam die denn dahin? Wieder prallte die Zeitung an der A-Säule ab, aber diesmal nach oben. Tja, Bernie, die Zeitung muss weiter nach vorne, nicht weiter oben. Kann Bernie nun das Beste aus seinem Lauf rausholen und wenigstens einmal treffen? Jawoll! Die Zeitung flog durch das Fenster mit einem Aufprall auf der Tür und gegen den Fahrersitz. Nicht das beste Ergebnis für den Vespa-Fahrer. Für dich heißt es, ciao! Jo.
Unser letzter Kandidat ist der Holger, der nun Solo mit seiner Solo den Führenden herausfordern will. Kann er treffen? Ja, er trifft, aber er fuhr schon arg langsam. Oh Gott, er liegt auf dem Boden! Holger auf dem Boden! Stopp die Aufnahme, stopp die Aufnahme! Trotz des Treffers wurde entschieden, den ersten Lauf wegen der fehlenden Geschwindigkeit zu streichen. Aber aus Fairness wurde er auch nicht gezählt. Das ist also der erste Wurf Holgers. Und er versenkt ihn! Wow, so einen zielgerichteten Wurf habe ich noch nie gesehen. Die Zeitung flog zwischen der Kopfstütze und der B-Säule durch. Das nenne ich zielgenau. Noch ein Treffer und Holger ist auf jeden Fall auf Platz 2. Er trifft, aber nur mit Glück. Die Zeitung prallte zuerst gegen die B-Säule, dann gegen den Sitz und gegen das Lenkrad. Trotzdem ein zweiter Treffer für Holger, er schiebt sich auf Position 2. Aber kann er mit dem Führenden gleichziehen? Und ich glaube, das war ein dritter Treffer. Nein! Die Zeitung liegt am Boden. Ah, ich habe die fliegenden Schlagzeilen gar nicht gesehen. Sie prallten an der Seitenwand ab. Viel zu spät geworfen. Der Druck des vermeintlichen Sieges ist ihm zu Kopf gestiegen. Und hier sind die Ergebnisse der Zeitungswurf-Challenge. Bernie auf dem letzten Platz mit einem Treffer. Holger mit einem knappen Fehlwurf auf einem knappen zweiten Platz. Und unser Sieger Ralf mit 3 perfekten Würfen. Das war es hier bei der JBcast TV Zeitungswurf-Challenge. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen. Du bist gerade Zeitung. Ja, die Zeitung hat es überlebt, ne? Ich schon, gell? Ja, ja. Das Auto aber nicht, oder? Ja, doch. Ja, so kleine Delle, aber... Weißt du, wer da daneben geworfen hat? Ich weiß nicht, wer da daneben geworfen hat. Ich habe 3 Mal getroffen von 3 Versuchen. Ja, du warst wahrscheinlich bei den Bundesjugendspielen noch der Oberstreber, oder? Im Werfen schon. Ja, mein. Nur einmal. Ja, ich war einfach zu schnell, gell? Genau. Das Boulevardzeitung fliegen auch nicht so gut. Da hätte man mal die SZ nehmen sollen, die wäre schwerer gewesen. Ja, vor allen Dingen, die ist heftig, ne? Mhm. Ja, ja. So, oder gibt's noch mehr Malheur? Malheur? Jo. Ja, denn? Dann gehen wir wieder Bier trinken, oder? Geh mal. Moment mal. Da kommt der Regisseur, was will der? Ja, was will der? Krieg ich, oder? Also. das war jetzt etwas. Ne, sag ich mal. Weiß nicht, wie man das aufregend. Und dass ihr mein Auto zusammengeworfen habt, geht auch überhaupt nicht. Das jetzt mal getroffen. weiß nicht, ich überlege mir irgendwas wegen nächster Challenge oder so. Ihr macht mal irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas kann ich gut. Irgendwas? Irgendwas ist sehr gut, ja. Und boah, Tobi Wild, Digga! Wir warten! Scheiße! Pause.